Hey Mike, es freut mich jetzt wirklich, dass ich endlich einmal da bin. Ja, ist mega cool. Hey. Hast du Ski dabei? Logisch, komm doch nicht auf die Stadt ohne Ski. Ich fahre jetzt gleich gemütlich an mit der blauen Piste. Zum Einfahren, dass du noch ein bisschen einstimmen kannst. Ich kenne dich von niemand. Ehrlich? Bist du nicht mal Weltmeister gewesen? Eine zum Beispiel da, der MVG Ran. Kennst du den? Yeah, ja sicher. Flavio. Ciao, Mike. Jedes Hotel macht auch viel für Familien. Es hat, da oben hat es, glaube ich, das Iglodorf, wo sitzt dann wieder auf. Ah, ja, genau. Ja. Und haben wir auch noch so etwas wirklich zum Anfangen. Weißt du, für Kinder? So ein so. Anfängerbrand? Ja, genau. Ja, in der Sanne Möser unten oder okay. Auch im Schönried im Tal. Und dort könnten wir schauen, wer schneller ist von uns zwei. Es hat eins bei der Schönried-Gondel, wenn du den Sessellift auffährst, hat es oben stoben ein Restaurant, wo es gutes Fondue gibt. Sünele tue ich auch so gerne. Hat es irgendwo einen Liegestuhl, wo man so ja, also kann? Ja, ich glaube, bei Sünele. Jedem Bergrestaurant oder so haben sie draussen, weißt, so die Liegen, wo du schön drin kuscheln kannst mit einem Felli oder so. Und nach dem Essen? Nach dem Essen gehst du in den Ausgang. Wo? In Gringo, zum Beispiel im Palace. Was ist das? Das ist der Nachtclub vom Palace. Okay. Sehr fancy, da kannst du nicht trainieren. Nein, es hat ein paar coole Bars am Pistenrand. Ja, die siehst du, da fährst du gleich her. Da kannst du dich gut verweilen. Ja. Man kann gemütlich an den Berg gehen und einen flotten Skitag erleben. Darum heisst es auch «Come up, slow down». Ja, genau. Jetzt weiss ich, warum.